Ab 0,8, oder? Natürlich nicht. Was versteht man unter einer Schrecksekunde? Die Zeitspanne zwischen dem Erkennen einer... Es wird durch Alkohol zuerst beeinflusst. Irgendjemand ist auf dem Weg zum Ding. Was muss ich machen? Einfach mal ein bisschen abbauen, ne? Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, ne? Ja. Weiter Frage. Was versteht man unter einer Hell-Dunkel-Anpassung? Wenn jemand über lange Zeit nur helles oder dunkles Bier trinkt, typische Blässe bei Weißweintrinker und die typische roten Äderchen beim Rotweintrinken. Die Anpassung der Pupille beim Wechseln von hell auf dunkel und umgekehrt. Ich würde jetzt sagen, beim Star Wars, hell und dunkle Seite. Okay, das finde ich irgendwie Schwachsinn, helles und dunkles Bier trinkt. Ich würde sagen, bei den Pupillen. Richtig. Kann ich jetzt öffnen? Ein C. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich das mit dem Mixer richtig gemacht habe, aber who cares? Aber wohin laufe ich? So, was haben wir hier? XTC. XTC. Oh, der verrückte Professor. Ecstasy. Aus Germany. Ja, von da kommt das ganze Zeug und hier haben wir wieder eine nächste Frage. Die 1-Million-Frage. Warum ist es so gefährlich, wenn du LSD genommen hast und dich ans Steuer setzt? Weil LSD so müde macht, weil man beim LSD nicht mehr aufhören will zu fahren, weil LSD unter anderem Sinnestäuschungen, Wahnvorstellungen und Panikerektion auslöst. Was ist das? Du weißt Bescheid. Ich weiß Bescheid. Na, was hat's mir jetzt gebracht? Dumme Frage beantwortet, aber nichts gekriegt. Oder wie? Okay, weitergehen bringt auch nichts. Dem zu reden bringt da auch nichts. Ah, hier gibt's noch einen Schrank. Klappe zu. Muss ich noch mal. Das war das XTC. Naja. Psst. Wahnsinn. Das reinste Ecstasy-Paradies. Wir warten nur drauf, dass der Kerl verschwindet. Dann bauen wir die Maschine um und produzieren reinstes E. Vorrat für ein Jahr und alles umsonst. Es sei denn, du bist schneller. Wie wir dich kennen, müssen wir uns dann mit Vitaminpillen begnügen. Hey, Vitaminpillen sind doch besser. Psst. Wahnsinn. Okay. Das reinste Ecstasy-Paradies. Wir warten nur drauf, dass der Kerl verschwindet. Dann der bauen wir weg. Die Maschine um und produzieren reinstes E. Okay,
Okay, wie soll ich das jetzt? Reinstes Ecstasy, Ecstasy, Vitamin. Und ihr wollt was von ihr haben? Ich kann hier damit nichts machen. Also erstmal Feuer ausmachen. Okay. Erstmal das, kann ich auch die Schalter benutzen? Okay, hier kann ich ausmachen und dann... Okay, hier kann ich auch am Rad drehen. Jetzt darf ich noch mischen oder wie? Oder wollt ihr von mir, dass ich nur Vitamin mache? Aber der Schalter ist ja auf aus. Erstmal normal hinsetzen. Richtig. Geschafft. Gratulation. Ah, das war's dann wohl mit dem Let's Play, oder was? Jo. Alles klar. Copyright. Deutscher Verkehrssicherheitsrat. Ja. Und das Fazit. Ja, die Finger von sowas lassen. Ja, ein kleines Let's Play, ging ziemlich schnell. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Kein Alkohol, keine Drogen beim Fahren. Generell gar nicht nehmen. Ist besser für euch, fürs Leben. Und ja, im nächsten Part gibt's dann wohl das kleine Videochen. Also dann. Bis zum nächsten Let's Play.